Jo Leute, willkommen zu einer neuen Folge und heute ist mal wieder Top 5 YouTuber am Start, Mann. Woo! So Leute, ich glaube, ich muss mit der Zeit das nicht mehr erklären, sonst natürlich völlig überlüten das Video, wie ihr teilnehmen solltet und wie das gehen sollte. So Leute, wie immer werde ich jetzt alle abchecken hier, Leute. Ihr wisst schon. Ciao, ciao. Your lips, they tasted like those cigarettes. Staring at the moon, we'd go to bed. In my arms, you're safe and sound, without a threat. And I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail a little bit high? A little bit long. How far can we get if we sail a little bit high, a little bit long? We're still a little bit young, but I'm all in. So Leute, wären wir bei dem fünften Platz, Lulu. Der auf dem fünften Platz hat. Ja, er hat's geschafft hier. Ja, Leute. Er hat gar nicht so schlechtes Design hier. Man kann echt viel mehr raushauen, Leute. Ja, seine Thumbnails sind jetzt auch nicht gerade so extravagant geil. Aber das kann man auch raushauen, Leute. So, gehen wir jetzt mal im Video rein. Ja, Leute, ihr habt jetzt einen ganz kurzen Ausschnitt vom Video gesehen, Leute. Ja, ich würde dir echt empfehlen, du hast eine gute Qualität, aber rendere deine Videos noch höher, falls es dein PC kann, und red bitte, weil ohne Reden ist extrem scheiße. Aber trotzdem nicht, ich mal jetzt dran, weil du bist echt nicht scheiße, ne? Also, ja. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zum vierten, Leute. So, Leute, willkommen zu dem vierten Platz. Und ich wollte nur mal kurz sagen, Leute, falls ihr nicht drankommt, bitte schreibt es einfach unter diesem Video nochmal Top, Top YouTuber oder halt eben Neonabi Forever. Aber ich glaube, Neonabi Forever, das sind nur meine Abonnenten, Leute. Ne, Spaß, ihr müsst dann halt abonnieren und den Rest wisst ihr ja schon, Leute. Auf jeden Fall ist er auf dem vierten Platz. Jonas FNS ist ein extrem langer Abonnent, Leute. Ja, auf jeden Fall, ja, was soll ich sagen? Er hat auch Thumbnails von mir. Wir hatten mal eine kleine Diskussion, Leute. Ja, dazu müssen wir nichts sagen, Leute. Auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, wieso er hier nicht das Thumbnail von mir benutzt, aber scheiß drauf, Leute. Gucken wir jetzt mal rein. Leute, was geht? Ich spiele hier eine Runde Skywars auf dem GomHD.net. Mit Flo. Jo, und wir haben auch ein kleines Thema anzusprechen. Das reicht jetzt auch schon mal wieder. Ja, Leute, ja, wie schon gesagt halt, ich an deinem, ja, deine Thumbnails sind scheiße, das ist einfach alles. Oh, was klingt so scheiße. Ja, auf jeden Fall bis auf den vierten Platz zunächst, Leute. So, Leute, auf dem dritten Platz ist der liebe Nick Lux. Bodenstrich, halt nochmal Bodenstrich. Alles klar, Digga. Ja, dein Banner ist echt scheiße. Hast du auch selber mir dann geschrieben. Ist kein Problem, aber deine Videos. Schakuzel, Digga. Also für das, dass du, glaub, noch nicht so viel Erfahrung hast. Also, ja, keine Ahnung. Ja, dein Design vom Kanal ist nicht so geilo, aber da geht, glaub, noch mehr irgendwann. Ja, auf jeden Fall, er schneidet die Videos geil. Also, ja, ja, ich geh einfach mal rein. Ja, das reicht dann auch mal wieder. Ja, ja, ich wollte halt nur sagen, deine Hintergrundmusik ist, glaube ich, Copyright.
zum zweiten Platz. So Leute, wir sind jetzt bei dem zweiten Platz und da ist der liebe Brex, Brad Sucks Place. Oh yeah, ich glaube, ich habe es falsch ausgesprochen. Alles klar, Digga. Ja, dein Banner ist heavy. Ja, keine Ahnung, also ich glaube, dein Design gefällt mir, sonst würde ich dich nicht so dran nehmen. Der Spaß, Digga, du machst auch geile Videos. Ja, also ehrlich gesagt, deine Thumbnails können echt ein bisschen besser sein, aber dein Banner ist geil. Schauen wir einfach jetzt mal rein. Nice Intro. Nice Intro, Mann. Oh. Alles klar, Digga. Wahrscheinlich haben wir direkt ein Video, wo er halb tot ist. Wow, nice. Wow. So, dann gehen wir halt hier rein. Ja, kennen wir schon. Und hier das Lapis, dann kannst du schon mal enchanten und so. Ich hole mal ein bisschen. 1080p, Leute. Ja, das habe ich dir auch. Ja, geil, okay, gehen wir zum nächsten. Leute, der erste Platz, eindeutig ein Designer. Ich kenne ihn auch, hat ein paar Intro schon für mich gemacht. Schauen wir einfach mal in ein Video rein. Ja, alles klar, Digga. Ja, aber ich jetzt. Das sind echt geile Intros. Also, okay, meins ist extrem scheiße geworden. Nochmal an der Sprache. So, Leute, das war's jetzt mit dem Top 5 YouTuber. Jeder, der mitgemacht hat und nicht rangekommen ist, wie schon gesagt, tut mir leid, Leute. Bewerbt euch einfach nochmal unter diesem Video. Vielleicht kommt ihr auch dran. Ich glaube sehr wahrscheinlich schon, Leute. Schickt jeden das Video, denn hier kann man gepusht werden. Ne, Spaß, Leute. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Ja, bye. That's it, friend.